Das war unglaublich. Es ist ein Traum, ehrlich. Du kannst es nicht beschreiben. Ich habe auf diese Tage und auf das Spiel gewartet und plötzlich ist es hier und leider ist es jetzt vorbei, aber ich genieße wirklich die nächsten paar Stunden hundertprozentig. Dem ist kaum etwas hinzuzufügen. Ein paar Hintergrundinformationen gibt es natürlich trotzdem. 5.127 begeisterte Zuschauer sahen am Mittwochabend noch einmal einige ihrer größten Hockey-Ikonen auf dem Eis. Es war die Nacht der Legenden. Ja gut, das war mehr als fantastisch, denn wie gesagt, ich habe gute Erinnerungen an Kassel und habe eine schöne Zeit hier gehabt und dann so ein Spiel mit diesen Zuschauern, es macht unglaublich Spaß, war super. Es halte immer wieder von den Rängen die Nummer 13, Ob Mike Millar, Shane the Train Tarvez oder Tobias Abstreiter, alle waren sie zum Galaspiel in die Kasseler Eissporthalle gekommen. The Boys are back in town. Aufgeteilt in Team Blau und Team Weiß lieferten sie sich über die volle Drittelzahl einen freundschaftlichen Schlagabtausch. Und so gab es dann, wie sollte es bei Blau-Weiß auch eigentlich anders sein, an diesem Abend keine Verlierer. 11:11 stand es nach dem letzten Drittel. Es folgte das erste Penalty-Schießen ohne Sieger. Mike Millar, how do you feel now? I didn't have a heart attack. Kein Herzfehler, so alles klar. Mike Millar konnte getrost scherzen. Seinen Penalty verwandelte der Kanadier trotz künstlichem Hüftgelenk immer noch sicher. Manch andere Legende dagegen sah sich unerwarteten Hindernissen ausgesetzt. Ein toller Abend mit großartiger Atmosphäre, oder? Es war unglaublich wie immer. Kassel ist eine geile Eishockeystadt und es war einfach super. War ein schönes, tolles Erlebnis, unvergesslich. Es war ganz toll. Es ist ein Erlebnis, wieder nach Kassel zu kommen. Und diese Zuschauer, wie begeistert sie sind, was für eine Stimmung die machen. Das macht einen wirklich, dass man sich wohlfühlt.